So, und nach dem Aufregen der letzten Folge, weil mich das richtig angekotzt hat, dass wir 22 Sekunden vor dem Sieg gestorben sind, nehme ich jetzt den Schadensbonus-Boost und ich nehme eine blöde Bazooka mit. In Hoffnung, dass wir das damit dann hinkriegen. Stirb einfach, ja? Danke. Ernsthaft, 150 Schuss habe ich für die Bazooka. Auch nicht schlecht. So. So müssen die Gegner fallen. Naja, ein Ticken schneller könnten sie schon fallen. Huch, ja, nee, da soll ich mich einloggen. Die sind ja geile Bazooka, so kenne ich die eigentlich nicht von Halo. Aber okay. Auch nett. So. So, die sind tot. Der ist weg. Den mache ich jetzt mal so alle. Kann er hier einfach stehen bleiben? So, meine lieben Freunde, ja. Kommt nur an. Das war nämlich ein Schadensboost drin. Ich mache euch leider alle. Sorge ich dafür, dass ich hier überlebe. Diesmal lasse ich gar nicht erst so viele Gegner hier auftauchen. Ich habe noch keine Gegner als Ziele auf der Karte markiert. Wetten, jetzt schaffen wir es. So, stirb. Naja, mach dich unsichtbar. Bringt dir sowieso nichts. So, jetzt nehme ich mal das Schild. Das kann ich ja eigentlich so als Standpunktverteidigung. Ja, kann ich als Standpunktverteidigung gut nehmen. Ich kann nicht mal schießen, wenn das Schild aktiv ist. Das ist doch richtig assig. So, 31 Sekunden vor Schluss. Ah! 12 Sekunden. Jetzt fange ich langsam an, richtig auszurasten. Gib da so einen Spacken an mit seinem großen Hammer. Nicht mehr, ganz ehrlich. Ich werde dann nicht mehr. Das kotzt mich jetzt gerade wieder richtig heftig an. Kann die Folgen eigentlich alle sterben, sterben, sterben nennen? Alle sterben nennen. Einfach. Ich brauche die eigentlich gar nicht anders benennen. Immer nur, dass wir sterben, sterben und sterben. So.
Ich glaube, ich schalte die Geschütze mal vorher aus. Müssen wir gleich nicht auf die Nerven. Ja, ist doch wahr. Ich meine, da kommt ein so ein Heini an, der schlägt einmal mit dem Hammer zu und man ist tot. Ich meine, das ist mal ganz ehrlich, ne? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? So, Geranda. So. Ja? Ist gut. Ach, Mann, 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 Mann. Was können die alle nochmal wieder? So ein bisschen mein Campen, ne? Also, Camper sind die beliebtesten Leute in Ballerspielen. Oder sowas wie Battlefield, Call of Duty und so ein Kram. Na, Call of Duty doch. Nee, Call of Duty, kann man das so online spielen? Doch, kann man, ja. Da sind Camper doch die beliebtesten Leute. So. Geht da einfach mal sterben, ja? Okay. So. Nee. Ihr kommt da nicht raus, meine Freunde. Du wirst mich nicht in die Luft sprengen. Du kannst alles andere in die Luft sprengen, aber nicht mich. Ah, wusste ich doch, dass da von welche kommen, von dort welche kommen werden. So. Nein, mein Freund. Ohne mich. Aha, diesmal habe ich ihn vorher erwischt. Yes, sind wir hier jetzt bald zu viel. So. Ja. Nee. So, weg hier. Hey, was machst du da? Ziemlich hoch? Los! Ziemlich hoch! Will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Oh, bin ich froh, dass die Mission abgeschlossen ist. Oh. Oh. Die Übertragung war Davis' Hilferuf, den er vor seinem Tod absetzte.
Dratheus 5 hatte den Zweck, Dinge aus galaktischem Material zu erschaffen. Und das versuchte es mit Davis Überresten. Ich beendete das. Spartan Davis war ein Freund. Und ein verflucht guter Soldat. Er verdient Besseres, als aus den Aufzeichnungen gelöscht zu werden. Ja. Ja, wir haben alle abgeschlossen. Wir haben die Story durchgespielt. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich zum Ende hin jetzt mich öfters aufgeregt habe und so. Aber es ist schon recht spät. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was anderes machen. Jetzt habe ich eigentlich die ganze Zeit wirklich damit verbracht, hier aufzunehmen. Ja, und dass ich halt die ganze Zeit gestorben bin und solche Sachen. Das hat mich wirklich angekotzt. Also das hat mich jetzt zum Ende hin wirklich, ja, aufgeregt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, sonst habe ich ja nicht so diese Ausraster. Ja. Wie soll ich sagen? Ein sehr nettes Spiel, ist an sich wirklich schön gemacht. Die Missionen sind recht kurz gehalten. Bis zum Ende hin sind sie jetzt doch noch recht lang geworden, wenn man sich dann daran macht, die doch vielleicht ein bisschen strategischer durchzuspielen, als ich das mache. Ich habe jetzt wirklich, bin da ein bisschen durchgerannt und natürlich auch sehr unvorsichtig und dadurch öfters gestorben. Es war nachher im Endeffekt meine Schuld, dass ich so oft verreckt bin, nicht vom Spiel. Also das Spiel kann da gar nichts für. Die Sachen sind natürlich alle so programmiert und gemacht, dass man sie schaffen kann. Man hat es auch gesehen, wir sind dann ja auch durchgekommen. Wie man teilweise die Mission komplett auf Gold schaffen soll, das ist mir zwar schleierhaft, aber es gibt sicherlich Profis unter euch, die das besser können. Ja, damit würde ich sagen, ist dieses Projekt abgeschlossen. Assault-Sachen werde ich nicht machen und ich werde, ja, man kann hier Medaillen, Assault-Op gibt es und so weiter, Folge. Aber es gibt jetzt nicht im Grunde so ein so Team-Deathmatch oder einer gegen einen oder solche Sachen. Die gibt es bei dem Spiel nicht. Es ist jetzt also wirklich soweit durchgespielt. Man kann sich natürlich hinstellen und sagen, ja, ich möchte die Assault Orbs und so weiter noch abschließen. Ja, kann man machen. Finde ich jetzt persönlich nicht unbedingt weiter wichtig. Vielleicht macht das Sinn, um sich halt die Erfahrungspunkte zu holen. Man kriegt hier 2010 Erfahrungspunkte, wenn man mit dem Plasma-Repetierer 400 Allianz-Einheiten ausschaltet. Man kann sich natürlich dann hinstellen und sagen, okay, man nimmt die Erfahrung, um sich in den Missionen Bonus-Sachen zu holen und andere Waffen und Boost und so weiter, um eventuell damit die Punkte zu boosten oder halt auch gewisse Missionen strategischer zu spielen. Es sind ja viele Missionen, die nicht mit Zeit zu tun haben und da könnte man jetzt natürlich wirklich mit viel Strategie und lange versuchen, möglichst ohne einen Treffer durchzukommen, wo man sicherlich sehr, sehr viele Punkte mit abstauben kann, aber für ein Let's Play eignet sich das nicht so gut und deswegen bin ich erstmal ein bisschen durchgerannt. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei dem nächsten Projekt. Für alle Leute, die bis hierher geschaut haben, das nächste Projekt wird dann nach Mad Max Halo sein und danach Halo 2. Die habe ich mir jetzt mal vorgenommen als nochmal so als Hauptprojekt. Und dann mal sehen, ob und wie das Ganze so ausschaut. Bedanke mich. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr auch darauf wartet, dass dann Halo kommt und ihr praktischerweise das mit anschaut. Ich sage Bye Bye und hoffe, dass wir uns in einer der nächsten Projekte wiedersehen.